Er ist einmal, möchte ich euch mitteilen, dass Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist mit euch. Diese Ehe, Verdammung, meine lieben Geschwister, bestätigt die Worte Allahs aus dem Koran, wo es heißt, und ihr seid die beste Gemeinschaft, die für die Menschheit hervorgebracht wurde. Möge Allah der Erhabene jeden Einzelnen von euch und eure Kinder und eure Kindeskinder mit dem Paradies füllen, inshallah. Jetzt lassen wir dem Koran seine Antwort geben. So spricht Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Saf, Vers 8 sinngemäß. Sie wollen Allahs Licht mit ihren Mündern auslöschen. Doch Allah subhanahu wa ta'ala wird sein Licht vollenden, auch wenn es den Ungläubigen zuwider ist. All euer Einsatz wird euch nichts bringen. Takbir! Allah! Takbir! Allah!
unserem Herrn entspricht. Inna alladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an und diejenigen, die ungläubig sind, werden zur Hölle versammelt werden. Muhammad sallallahu alaihi wasallam und führe uns zu einem Stärke.